Für alle Frauen zum Dahinschmelzen, Georg aus Wien. Mit Herzblatt Reloaded flickt Herzen zusammen, die zusammengehören. Willkommen, meine Damen und Herren, bei unserer neuen Show Herzblatt Reloaded bei uns im Keller. Bitte gleich um die zweite Runde und darf die Kandidatinnen um ihre Vorstellung bitten. Kandidatin Nummer 1, wenn Sie sich bitte vorstellen. Hallo, ich heiße Ludmilla. Sie haben vielleicht von mir gehört oder gelesen. Ich helfe die alten Männer zu Happy Ending. Aha, was kann man sich darunter vorstellen? Happy Ending, was ist das? Da, Happy Ending. Ach so. Und wenn Sie einen Traummann mal beschreiben, wie schaut der aus? Oder? Mein Traummann ist 90, 60, 300. Aha, was sagst du? Das ist ja fast so wie ein Model, oder nicht? Ja, hä? 90 Jahre alt, 60 Millionen auf dem Konto und 300 Cholesterinwert. Na gut, okay. Ja. Kandidatin Nummer 2, wenn Sie sich bitte vorstellen. Also am liebsten peitsche ich auch. Oh. Aber mein Traummann darf ein bisschen dominant sein. Oh. Die Generaldirektoren, die Rockstars, auspeitschen tue ich am liebsten. Ah, scharf. Okay, na cool. Kandidatin Nummer 3, wenn Sie sich bitte vorstellen. Ich möchte einen jungen, stämmigen Burschen, am besten einen Bauern. Wirklich? Ja. Weil die Bauern sind so unromantisch, oder? Die sind total romantisch. Also sie stehen auf Romantik. Ja, sie sind romantisch und ganz sexy. Und ich liebe es, wenn ich einmal in der Woche ein Schaumbad bekomme und einmal in zwei Wochen bekomme ich dann eine Kennenlatina. Alles super. Ah, ja, du lässt es leben, oder? Na, dann bitte ich um die Wand. Ah, Franz, du bist es wieder. Was machst denn du schon wieder? Du warst in der letzten Sendung, oder? Ja, also ja, bei mir und der Rosi, das hat jetzt irgendwie nicht so hingehaut. Das war ein hartes Stück Arbeit. Und das Ganze ist irgendwie schief gegangen, deswegen bin ich jetzt wieder da, gell? Na gut. Verstehst du, Georg? Ja, verstehe. Ja. Ja. Und sag's noch einmal, wie schaut denn der Traumfrau aus jetzt? Ja, also, zu mir kann ich noch mal sagen, ich bin ein Bauer. Nach meinem Kirchgang am Sonntag gehen wir dann ins Wirtshaus, gell, so wie sich das gehört am Land. Dann trinken wir heute halt eine halbe oder zwei. Gut, ja, dann fangen wir es noch mal an. Bitte um die Fragen. Ja, jetzt warte mal, die Fragen. Ja, also warte mal, erste Frage. Mein Herz wurde gebrochen von einem Hirtermadel. Wie fügst du es wieder zusammen? Da kommst du zu mir zum Mittagessen mit ja. Die Kraut und deine Würstel. Und dann nimmst du Viagra-Tablette und dann gehen wir ein bisschen kuscheln. Kuscheln, ja. Ja, super, ja. Und, ja, die zweite. Also, die zweite Frage. Ja, wie bringst du, Herzelein, die Liebe zurück in mein Leben? Kandidatin Nummer 2. Wir machen mit dem Latex-Kostüm ganz heiße Bandagespielchen in deinem Saustall. Oh ja, Saustall hab ich. Okay, und Kandidatin Nummer 3. Ja, also ich würde dich zuerst mal auf ein Vier-Gänge-Menü einladen. Dann würde ich dir ein schönes Schaumbad machen mit Rosen. Und dann würde ich mich auf deine Latex setzen. Oh! Also, Fassl, jetzt hast du die ganzen schönen Antworten ja. Von den Damen gehört.
Jetzt bitten wir die Susi, dass sie da ein wenig den Charakter der Dame zusammenfasst. Ja? Ja. Susi, bitte. Nun, Franzl, für welche Kandidatin wirst du dich entscheiden? Für unsere Alexandra, die am besten weiß, wie man mit bodenständigen Bauernjungs umgeht? Oder für die rassige Domina, die am besten weiß, wie man Schweinsbraten kocht? Oder doch für unsere Ludmilla, die sich mit Erbhöfen auskennt? Nun, Franzl, musst du dich entscheiden? Dass ich nicht nochmal was falsch mache. Was das ist gar nicht so leicht. Ist, ne? Ich nehme Kandidatin Nummer 3. Zuerst einmal die bezaubernde Ludmilla. Bitte gehst du rüber, gehst zum Franzl, dass man sich mal sieht, was ich nicht geht. Oh. Ah, ja. Oh. Kiss die Hand. Ja? Da. Und jetzt? Wieder schon. Ja, Ludmilla, bitte geh ab. Und jetzt dann noch unsere ganz sympathische Freundin Domina, bitte sehr. Oh, ja. Gehen Sie nur. Jetzt bitte, komm, Alexandra. Was passiert jetzt? Nein, jetzt musst du aufstehen und jetzt musst du dich so hinsetzen. Jetzt musst du dich auch so hinsetzen. Achso, ja, so war das beim letzten Mal. Ja, jetzt warte mal, bis das hier alles klar ist. Ist Ihr Herzblatt. Franz! Alexandra! Die dürfen die Kandidaten wissen. Ja, das freut mich jetzt sehr. Das schaut ja wundervoll aus. Richtig bodenständiges Weib. Hab ich ja gesagt. Ja, komm. Dann, was ist jetzt unser Preis? Also kommt mal her, wir werden inzwischen, ja. Also, euer Preis ist eine Fahrt zum Botanischen Garten mit dem Fiaker vom Stephansdom. Wow. Danach gehen Sie noch schön rund zum Fotoshooting im Rosengartel. Ja? Fotoshooting im Rosengartel? Ja, und am Abend geht es zum Swingerclub von der Domina auf ein Blunzen essen und abschließend, verschwindet ihr ins Hinterzimmer. Und was macht man denn da? Ja, das müsst ihr sehr gut schnappen. Ja. Also komm, Schatzi. Ist deine Latte schon fertig? Ja, immer. Also danke, Georg, gell? Diesmal geht's schon gut, gell? Also, danke, dass Sie auch heute wieder dabei waren bei einer neuen Runde von Herzblatt Reloaded und wir sehen uns nächste Woche. Wiederschauen. Bis die Hand.